So, grüß Gott zur nächsten Folge Historielei 1914 bis 1918. Wir drücken auf 1. Wir waren im Angriffsmodus und wollten gucken, was wir hier erreichen. Sehr viel haben wir erreicht. Finde ich gut. Ah, schade eigentlich. Ja, aber hier die leichte Artillerie macht schön ordentlich Schaden. Finde ich gut. Der Bunker soll auch Schaden machen. Das finde ich gut. Hm? Gut, gut, gut. Alles, alles richtig. Alles gut. So, jetzt können wir unsere schwere Artillerie, weil wir haben ja hier momentan keine Gegners. Deshalb können wir unsere schwere Artillerie auch jetzt mal ein bisschen bewegen. Die Gegner kommen nämlich jetzt noch nicht. So, dann werden wir mal gucken. Also, Fußvolk kommt erstmal hier hin. Was haben wir hier unten bei uns? Da haben wir eine schwere. Ui, wieso geht der auf meine leichte? Was soll der Scheiß? Ja, aber das sollst du nicht hier, Junge. Warum habe ich ihn repariert? Aber für den Fall, dass er dann trotzdem... gut, dann werden wir den noch hier herstellen. Einfach nur, um den Weg zu blockieren. Da kommt der Orbert angeschissert. Eieiei. Wie gesagt, das Depot werden wir verlieren. Da mache ich mir gar keinen Kopf. Aber wir halten dies lang wie möglich. Und ja. Gut. Da haben wir was Schönes. Und da war was Schönes. Okay. Wir müssen ja aufpassen hier mit der Schweren, dass wir nicht in Reichweite geraten. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alles klar. Sind noch nicht in Reichweite. Aber hier kommt alles angeschissert auf mein Hauptquartier. Finde ich eigentlich ganz gut. Was wird er jetzt hier versuchen? Ja. Gut. Können wir unsere mittlere Artillerie ein bisschen stärken? Ja, der war geklemmt. Das war eigentlich nur eine Frage der Zeit. So. Jetzt haben wir hier den wunderschönen Angriffsmodus. Jetzt muss ich gerade gucken, wo war er? Da war er. Dann kriegen wir nämlich hier ordentlichen Schaden. Und der Computer rendert wieder. So. Gut, dann kann ich jetzt vorerst nichts mehr machen. Doch, ich könnte theoretisch hier noch gucken. Wir könnten theoretisch hier noch eine mittlere Artillerie bauen.
eine schwere Artillerie bauen. Und dann mit dem Truppentransporter hier hochfahren. Da müsste aber davon ausgegangen werden, dass ich hier diese halten kann. Schwer. Aber wir können es Richtung Hauptquartier schicken. Fällt mir gerade so nebenbei auf. Ich habe doch hier noch. Ich bin doch jetzt im Angriffsmodus, oder? Genau, warum greife ich ihn eigentlich nicht an? Hier unten. Ich frage für einen Freund. Ja, fällt mir aber gerade zu nebenbei stehen, aber irgendwas hast du vergessen. Du hast irgendwo vergessen anzugreifen. Natürlich, da unten. Meine Fabrik! Jungs, meine Fabrik. Wie gesagt, das Depot werde ich wahrscheinlich verlieren. Das ist aber egal, solange ich die Fabriken halten kann, weil dann ist es mir egal. Dann arbeite ich nämlich hauptsächlich mit Artilleries und Kavalleries. Kavalleries laufen nämlich am schnellsten und also am weitesten. Und dann hauen wir mit der Artillerie, hauen wir dann alles weg, was uns in den Weg kommt. Meine Tabletten greifen und das ist blöd. Sehr gut. Meine mittlere Artillerie macht hier ordentlich Erfahrung. Das ist sehr gut, weil ich nämlich dann schön alles wegwämsen kann. Sehr gut. Vielleicht kriege ich das Fußvolk noch zerlegt. Wäre geilst. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Das ist jetzt, das ist tot, dieses Fußvolk. Wichtig ist nur, dass hier jetzt gleich Gott. Wie gesagt, die schwere Artillerie soll ein bisschen hier vorne hin, damit sie ein bisschen was an Erfahrung sammeln kann. Dann haben wir die hier. Können wir sofort einladen. Das finde ich gut. Das finde ich blöde, weil...
So. Das machen wir dahin. Das machen wir dann dahin. Alter! Ist schwer. Ich bräuchte einen freien Weg. Wie gesagt, schwere Artillerie dort unten die Fabrik verteidigen, oben die schwere Artillerie, dort oben die Fabrik verteidigen. Gar kein Problem. Und dann müssten wir noch eine schwere Artillerie in die Nähe des Hauptquartiers setzen. Obwohl wir, achso, ich bin ja, ich, Moduswechsel, ich muss, ich, warum nicht, das weiß ich nicht. Gut, greif weiter da an. Finde ich gut. Ja, der macht jetzt meine Fußeinheiten weg. Das ist auch nicht schlecht. Schande. Gut. Angriffsmodus. Dann holen wir zuerst mal das hier aus dem Spiel. Dann holen wir das aus dem Spiel. Dann holen wir das aus dem Spiel. Beim Renault greife ich definitiv nicht an. Wäre schön, wenn ich es verteidigen könnte. Wäre wirklich schön. Jetzt holen wir das mit am wenigsten, das wäre da, weil das gibt nämlich am meisten Punkte. Nein, du sollst nämlich hier angreifen, habe ich mir gedacht. Gut. Gesaved. Ich dachte, ich hätte was. Ja. Ich wusste, dass ich das gesichert habe. Überhaupt 28 zu 58 oder 68, ich kann sich entziffern. Ja, das ist halt die Auflösung des Grabbers. Der hat immer noch mehr und er hat immer noch mehr als wir. Sieht man ja allein, wie lange der braucht zum Ausrücken der Einheiten. Entschuldigung.
Moment mal, habe ich Stunden auch angegriffen? Wenn er gerade so am Laufen ist, ich. Ja, habe ich. Ich frage für einen Freund, ich stelle mir auch vor, dass ich jetzt nicht angegriffen hätte da unten. Wie eben? Gut. Jetzt hat sie mittlere, also hat die mittlere Artillerie als ein Kreuz. Das ist gut. Schwarzes Kreuz. Jo. Ah! Mann! Sehr gut. Unsere Fabrik da unten ist sicher. So. Rande ist sicher. So, dann machen wir mal den. Und machen mal den Rückzug. Dann machen wir mal den Rückzug. Und mit denen stellen wir uns da dagegen. Und dann wie gesagt, es sieht böse aus. Dann werde ich versuchen, hier Richtung daher. Gut, diese Einheiten brauchen Reparatur. Die Einheit wird jetzt wahrscheinlich zerstört. Irgendwie muss ich gucken, dass der Panzerzug überlebt. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lassen wir den mal so nah kommen wie nur irgend möglich. Sollen wir rangerückt kommen auf den Meter? 64, also wir haben schon ein bisschen minimiert. Das war ja klar, dass er das jetzt macht. Ja gut, so kann man es auch machen. So, dann werden wir mit den hier angreifen. Und mit dem hier greifen wir ihmchen hier an. Und dann greifen wir mit dem ganzen Gefusel hier. Nein. Mann, das ist immer scheiße, wenn der immer denken muss. So, dann holen wir mit dem. Thank you.
Boah, ich werde auch ganz böse verlieren, aber er wird, wie gesagt, mein Depot wird das ich jetzt nehmen. Da kommen wir nicht drum herum. Das habe ich auch schon von Anfang an gesagt. Ich wollte aber trotzdem seine Einheiten ein bisschen minimieren und gucken, dass der nicht so viele Einheiten hat. Kind kann scharf ist. Das Problem an der ganzen Sache ist schlichtweg einfach nur. Alter. Ich könnte pennen. Wenn wir heute Ravioli machen. Und was macht ihr so? Beim Essen? Ich frage einen Freund. Ja, wie gesagt, das wird jetzt also. Das Depot ist verloren. Können wir machen, was wir wollen. Ja! Sehr gut. Auch sehr gut. Ja, Leute, genau das wollte ich. Und nichts anderes. Sehr gut. Ja, meine Fresse. Ja, das war mir klar. Er übernimmt jetzt, wie gesagt, mein Depot. Genau. Aber war logisch. Wie gesagt, das habe ich jetzt versucht, so lang zu halten, wie es nur irgend möglich geht. Nein. Gut, ich muss ganz ehrlich sagen, der hat sich verflucht lang gehalten. Dafür, dass ich ihm nicht die Chance gegeben habe, so lang zu alt zu werden, sage ich jetzt mal Scheiße. Moment. Warum greife ich mit dem Panzerzug eigentlich an? Ich frage für einen Freund, das ist. Warum habe ich das nicht gemacht? Aber wie gesagt, die sind momentan, ich glaube, bei 58 oder so. Ich kann es nicht erziffern. So, dann werden wir den mal wieder reintun. Wieder zurückschicken, den schicken wir mal ganz gepflegt nach vorne. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Dann werde ich den auch noch ein.
liefern. Und den werde ich auch noch einliefern. So. Das brauche ich eigentlich nicht, weil der ist vollständig. Aber den könnten wir reparieren. Den brauchen wir auch nicht zu reparieren. Lalülala. Aber den könnten wir reparieren. Der könnte auch noch was. Gut, ja, das könnte hinhauen. So. Der greift meinen Truppentransporter an. Scheiße. Der Truppentransporter ist da. Der ist da und der ist. Ja, scheiße ist der. So, hier oben, das sollte jetzt eine Reichweite sein. Dann machen wir nämlich hier noch ein bisschen Erfahrung. Und hier noch ein bisschen Erfahrung. Und mit dem machen wir hier noch ein bisschen Erfahrung. Und mit dem. So, und dann reparieren wir den. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Gut. Dann warten wir wieder. Auch die Musik und so, weißt du, da sitzt er dann, hörst der Musik zu und das dann bist du müde, bist du automatisch bist du müde. Ich werde gleich mal nochmal Richtung Depot dackeln und da mal das Depot wieder zurückerobern. Und dann mit einer schweren Artillerie da unten verteidigen. War das überhaupt mein Panzerzug hier? Das war mein Panzerzug. Genau, von wo hat der geschossen? Von da unten. Du Scheiße. Der hat von da unten geschossen. Jetzt noch diese Runde zu Ende machen, also boah, doch diese Runde zu Ende machen. Da mache ich mal was zu essen, da gucke ich noch ein bisschen meine Serie und dann war es das für mich für diesen Sonntag auch. Hier speichern wir vorher noch ab unter der 0. Ganz wichtig. Okay, wir gehen unter D wie Disk und speichern unter N wie 0 wie 0. Gut, dann würde ich sagen, war es das für heute. Wir sehen uns nächsten Sonntag wieder. Wenn ich keinen Arbeitssonntag habe, ich produziere ein bisschen im Voraus. Und würde sagen, das war es dann für heute. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann, euer Partypatool. Bye, bye.